Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Tanks. Mit mir dabei der Svega, der hier auch irgendwo rumgampelt. Hallöchen. Wo bist du? Links von hier. Ach da. Und wir sind natürlich auf Malinowka. Und ja. Tschüss. Was soll ich dazu sagen? Ja, ciao. Hau ab. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin ganz schnell. Ja. Weg. Ganz schnell weg. Ich glaube, es ist völlig egal, welchen Panzer ich fahre. Auf dieser Map im Standardgefecht stehe ich, glaube ich, immer an denselben Stellen. Das kann gut sein. Kann es auch. Mhm. Wenn du da so eine festgefahrene Einstellung hast, dass du da immer wieder hingehst. Du nicht? Ich fahre in die Stadt. Ja, Stadt. Wenn Stadt da ist, immer Stadt. Anstatt. Stadt. Oh, ich kann in den Himmel schießen. Yay. Falls Flugzeuge kommen? Ja. Ja, ja, ja. Ich will erstmal gucken, wo die Leute jetzt hinfahren. Chino, T25 rollen hoch. T1 Heavy, AL-44 UI. Ich warte, bis die Dicken nach oben gefahren sind. Vorher rolle ich da nicht hoch. Nö, das sehe ich gar nicht ein. Wenn ich diskriminierend. Was? Du auf die Dicken wartest. Ich warte. Warum soll ich nicht auf die Dicken warten? Die sind halt nun mal nicht schnell. Na gut. Vielleicht bin ich ja auch diskriminierend. Das kann gut sein. Also finde ich jetzt ein bisschen gemein, ne? Wurdest du schon getroffen? Nö, ich wollte gerade auf den Panzer schießen, platzt der. Och, unfair. Echt. Ein bisschen gemein, oder? Nur so ein klein wenig, ne? Ganz klein wenig aber nur. Ziemlich doll. So ganz klein wenig, ziemlich doll. Extrem. Heftig. Ist ja schon ein bisschen was da, aber ich kriege hier irgendwie nichts, ne? Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Nicht sterben. Da bin ich gerade dabei. Gut. Ausgezeichneter Mann. Hervorragend. Super Leistung. Hups. Was meinst du mit Hups? Falsche Richtung abgedreht gerade. Richtung Kartenrand, das wollte ich gerade nicht. Guter Ui. Bravo Ui. Hervorragend. Verschieß doch mal, Richtschützen. Hups. Huch. Hat eine Stahlwand vom Rohr. Wer schießt denn da, Mensch? Der Cromwell. Der Cromwell. Der Cromwell. Gucken wir Svega zu. Wieder seine 800 Kills holt hier. Mhm. Ich wäre mal froh, wenn ich wieder einen kriegen würde. Tja, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass er ein Cromwell ist. Ich hab, ich muss gestehen, ich habe im ersten Moment auch gedacht, dass das einer von unseren ist. Ja. Ich bemerkte plötzlich, dass der UI von hinten beschossen wird. Dachte ich mir, guck ich mich mal um, das ist ein Cromwell. Huch. Ja, und rammt dich auch noch. Oh. Sagt auch keiner Bescheid. Hat auch keiner mitgekriegt.
Das ist eine Lüge. Ein Wunder, dass es immer noch irgendwie nicht ganz grausam für uns aussieht, ne? Ja. Tja, UI, Cromwells, eine Archie, ja. T34. Mit etwas Glück könnten wir den Flaggenpunkt holen. Aber irgendwie glaube ich auch das nicht. Oh, Scherne, bleibt das stehen. Jetzt Nashornverein. Ich wäre jetzt reingefahren im Kreis, ne? Aber gut. Wow. Wow. Hat unsere FV keine Munition mehr oder warum schießt die nicht? Hä? Oh. Wovon ist jetzt der andere explodiert? Von drüben, vom Nashorn, glaube ich, ne? Okay. Nee, vom Schirmen. Ich dachte, ich habe kurz gedacht, der UI hätte eine gewisse Streuung gehabt. Mit Schrot geschossen. Ja. Tja, unser Schirm, unsere Arte. Ach, der Schirm hat auch das Stummelrohr drauf mit HI. Und ist gleich kaputt. Ja. Kette beschädigt. Tja, das wird natürlich nichts mehr, ne? Naja. Naja. Die haben noch zwei Panzer und wir haben noch eine Arti, also wenn die glücklich vor die Arti fahren, also für uns glücklich. Ja, es kann alles noch, aber ich glaube halt nicht. Der Cromwell ist so intakt. Und schnell und was weiß ich alles. Oh. Und, was geht sonst so noch? Ja, jetzt warten wir darauf, ob der UI und der Cromwell vor unserer Arti auftauchen oder ob die einfach capturen gehen. Und was dann unsere Arti macht. Also ich glaube, die werden auf jeden Fall auf Arti-Jagd gehen. Zumindest der Cromwell, der UI-Jagd, kann man das ja nicht so richtig bezeichnen, ne? Am Anfang. Jetzt muss ich die Arti drehen. Oh, das war's. Ja, daneben geschossen. Und er fällt vor die Flinte. Oh. Ja. Schade. Schade. Immer diese elendigen Punkte angucken hinterher, ne? Die Auswertung des Trauerspiels. Echt? Da wird einem das eigene Versagen nochmal vor Augen geführt. Ich bin letzter. Ja. Gut, wir werden hier beenden und uns verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ich muss gleich den Krabum trösten. Tschüss.